So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge. Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche und diesmal sowieso ganz besondere Ausbeute und Woche, denn am Wochenende war die Go-Tour Sino. Da sind bestimmt viele neue tolle Dinge dabei. Da wurde viel geraidet, da wurde viel gefangen und letzte Woche gab es keine Raider-Mittwoch-Folge wegen den ganzen Raids, wo jeden Tag ein anderes Legendäres da war. Deswegen heute das Best-of aus 2 Wochen. Mal gucken, wer da geraidet hat, mal gucken, wer da was gekriegt hat. Wir starten mit dem Video. Angefangen hat die Woche bei mir selber, da bin ich mit dem Dennis Glücksfreund geworden. Wir haben auch mittlerweile schon getauscht, er wollte da auch was haben von der Sino-Tour. Haben wir gesagt, tausch mal ein Uhr, die Jalga hin und her. Dann habe ich hier ein Bild von NetGhost. Gibt es Kummer und viel Leid? Gira-Man ist stets bereit, er sorgt für Frieden und Gerechtigkeit. Das sieht auf jeden Fall gut aus, aber das hat ja was gekostet, deswegen kann ich mir das natürlich nicht kaufen auf dem Habanero-Account. Muss ich leider links liegen lassen. Ich wäre auch gerne Gira-Man 2 geworden. Dann bin ich Glücksfreund mit Pack geworden. Dann hat Pack O, also Paco, noch was reingesendet. Hab das hier heute jemanden geschickt. Das sieht auf jeden Fall gut aus, obwohl ich ja nicht immer so der Freund von Glücks Hintergründern bin, gerade bei Shiny, so kleinen Pokémon, aber hier zu diesem Arktos passt das eigentlich ganz gut, ist auch was Besonderes, ist was Geniales, ist eigentlich auch sogar schon ein Anwärter für Schocker der Woche, weil diese blöden Galavögel sind so selten, dann jemanden finden, der überhaupt dir mal einen rübertauschen würde, dann auch noch Lucky, 100%, das ist für mich eigentlich schon Schocker der Woche, aber man hat ja jederzeit die Möglichkeit, die Galavögel zu bekommen und kann theoretisch unendlich viele Möglichkeiten nutzen, diese zu tauschen. Grüße an Shenaya, denn die hat mir ja hier diese Meisterwerkforschung geschenkt, deswegen heißt mein Buddy auch die ganze Zeit jetzt immer Shenaya. Grüße an Hubi Michi, der hatte mir das Raid-Ticket geschenkt. Da gab es ja schon ein Video dazu mit Ausbeute, mit allem drum und dran. Und Shenaya hatte mir noch das Ei-Ticket, das Brüt-Ticket geschenkt. Danke auch dafür. Das wurde ja auch in dem Hubi-Michi-Video schon abgespeist. Dann bin ich Glücksfreund geworden mit der Rexi, also mit der Reike. Henry zeigt uns Dankeschön für die Einladung zum Community Raid mit Darkrai. Hat er ein Shiny bekommen. Gerade aus dem Ei noch Shiny Mantyrps hinterher. Nummer 2 aus dem Ei, Mobai auch in Shiny. Und dann hier geschlüpft um. Kann ich nicht lesen, aber beides am 19.02., also zweimal Shiny Mobile mitgenommen. Sarina, bei dem Preis habe ich sofort an dich gedacht, gibt es hier Paket, 5er Paket Samyang Bulldog für 5 Euro, die schwarzen Originalen und natürlich auch die 2 Spicy. Ich habe bisher einmal gesehen, dass ein Laden die 3 Spicy auf 5 Euro gesetzt hat, das 5er Pack, weil die einfach nicht losbekommen, weil die so scharf sind, dass die kein normaler Mensch essen kann. Mittlerweile haben wahrscheinlich auch andere Läden die Probleme, dass sie die 5er-Packs loswerden, auch von den 2-Spicy, vielleicht sogar auch von den normalen. Dann werden die plötzlich wieder reduziert. Also statt 1,99 für einen Pack, 1 Euro für einen Pack oder statt 10 Euro nur 5 Euro für einen 5er. Das ist auf jeden Fall genial. Wer die nicht kennt, sollte bei dem Preis wenigstens zuschlagen. MacMaggie zeigt uns hier seinen Shiny Koriogel, wurde ja auch in der Sino-Woche neu eingeführt. Haben auch relativ wenig Leute bekommen, glaube ich. Wohin genau? Shiny, weiblich, mit Lippenstift, Grillmark, Shiny, Cresselia, Shiny Nummer 1 und Nummer 2. Alles immer noch von MacMaggie. Vesprit hier, Shiny, denn die waren ja auch in den Raids letzte Woche Mittwoch. Aluhut, Shiny, Gramurks in Krypto mit sogar recht guten IV. Jenna, endlich wieder ein Nuller. Da hat die sich gefreut, warum auch immer. Ich verschicke sowas. Dann Velursi in Köln, Nordrhein-Westfalen, noch ein 100er mitgenommen. Best Buddy Selve auch. Das müsste auch aus den Raids gewesen sein noch, genau. Kaiser Kai, weil wir sind jetzt erstmal in Woche 1. Ich habe trotzdem abgescreent. Kaiser Kai, 100% Glücksbruder Lander, Random Tausch, noch im Drachen-Event. Entwickelt hat mir sogar noch gefehlt. Genial. Senlong, bei Raids wird Zuschauer bekommen. Shiny habe ich leider nicht bekommen, aber ein 100%iges Senlong. Ist, glaube ich, nicht nützlich, ist nur Pokédex-Eintrag, nimm da aber auf jeden Fall mit. Das Phynx habe ich bei mir auf der Arbeit gefangen, bin froh, dass es 3 Sterne hat. Shiny Phynx, Shiny Kaumalat, Shiny Togepi, aber gebrütet.
und auch aus einem Random-Tausch hat dem auch noch gefehlt. Also müsste dann der Kleine gewesen sein. Genau, der Cutter steht ja sogar dran. Das ist der Cutter hier auch. 100% Glücks. Bruder Lander. Außerdem Cutter aus der ersten Belohnung von der bezahlten Forschung. Pandir in Shiny. Da gab es ja 4-5 Begegnungen. Alo gönnt bei Cutter auch noch hier Krypto-Shiny Kindwurm. Random in der Wildnis. Snubbull Shiny. Dann 23 Raids für das 100er Darkrai ist hoffentlich der Main-Account. Und der Kleine hinterher, bei wie viel? Weiß ich nicht, aber beide Accounts haben jetzt das 100%ige Darkrai und 19 Raids für ein 100er Cresselia, aber noch kein Shiny. Kaiser Kai gebrütet, 100% Riolo. Also das sind auf jeden Fall die Raid-Sachen und Ei-Sachen sind auf immer die besten, heftigsten Sachen, weil die wirklich völlig random kommen. Borki, vielleicht was für Raider Mittwoch. Das Handy, was fürs Foto genutzt wurde, hatte auch noch 2 Accounts. Wenn man das so mal dreht, sieht man da, es sind 3 Handys, aber 6 Accounts. 6-mal sieht man den Raid plus dann eben das Handy, mit dem man das Bild macht, sind nochmal 2. Also 8 Accounts auf 4 Handys, geteilt Splitscreen. Wer spielt so? Der Borki. Dann aber Borki noch mit Shiny zur Ruhe. Freut er sich. 3. Urform Raid. Was? 100%. Das war noch über Fanraids vor dem Wochenende, da hat der T-Tomek sich schon das Shiny, das 100%ige gegönnt im 3. Raid. Sören für Leute, die auf Diät sind, das leichteste Velursi 0,01 Kilogramm, okay. Fürs Mittwochsvideo im 6. Raid war es soweit, Robert ein 100er mit dem 100% Kubidos aus Durmersheim. Thomas Rothe, erster Raid, 100% Durmersheim, Kubidos in Gera. Tobi Gottking Tidon, ich sende dir mal Screens für Räder Mittwoch. Shiny Krypto, gutes Krypto zum Erlösen für ein 100er, erlöstes. Ho-Oh, nimmt man mit. Das Ulithena aus dem Ei bekommen, also gebrütet, entwickelt zu Ulithena in 100%, war direkt aus der Forschung Shiny, noch Shenlong mitgenommen, aus 6 Raids ein Shiny Silvaro bekommen wohl vom Raid Day und auch eher ganz frisch von heute das Highlight der 100er Kubidos auch mitgenommen. Blood and Tears. Hier haben wir eine Shiny Flut von Ineko Baumboll Sichlor. Aktiv Gramurx Formio Libiscus Golbit, immer noch irgendwie ein seltener Anblick. Felilu Glurak Unra Tydox Klick Schalkwab Mabula Cresselia Plinfa Panflam und dann die 100er Panimos Velursi Kindwurm. Weiter unten haben wir jetzt noch Bisasam Froxy Mikrik Shiny Mamfaxo aus dem Ei gebrütet und Shiny Bonera. Die Babys sind hier auf jeden Fall auch wieder das Highlight. Die gehen immer gut. Arctos Dani hier auch 100% Shenlong in Glücks. In Eventbox. Nasim Kelleda zeigt uns, du gibst einen Coin aus und in der Box ist dann ein Coin weniger. Also macht man dann aber nicht Minus, wenn man einen ausgibt. Und dann kriegt man ja die Box. Und mit der Box wird aber im Inhalt, der Kauf ist ja einer, aber innen drin ist minus einer. Müsste man dann nicht sogar einen weniger haben als, also 2 weniger haben als davor. Das soll so gedacht sein, wie du kaufst sie und hast dann ein weniger. Meiner Meinung nach könnte das sogar so weit gestrickt sein, dass man 2 weniger hat. Weil man den Inhalt kriegt, aber erstmal auch den Preis bezahlen muss. Ach, keine Ahnung. Dann zeigt er uns hier Shiny Pichu, hier ein Galazapdos 100er Velursi bei Lenzard, hatte ich vorher auch noch nicht. Shiny Cresselia, Shiny Nummer 2 Cresselia, Shiny Nummer 3, diesmal aus der Quest. Nächste Raid-Stunde, nächstes Shiny, immer noch bei Lenzard. Kling Plim, Shiny, kennst du gar nicht, oder? Henry mit dem 100er Macholo, Kanivanya bei Cumulus in Shiny, Schlupuk, Shiny. Ferkuli, Shiny, Arctos, Krypto, Shiny bei Adoma Sun. Dann wieder Cumulus, Shiny, Mauzi. King Hammer, kannst du die Pizza mal testen? Gibt's im Kaufland. Ist ja Pizza Spezial. Also, wenn ich da nicht gerade eine Plutoniumsoße drauf mache, ist da jetzt das Interesse nicht so groß. Obwohl ich, glaube ich, schon mal von Papa Gigante eine hatte. Und dann haben viele drüber geschrieben, Papa Gigante ist nicht so gut.
wie das wirkt. Also, ich hab die, glaube ich, aber gut in Erinnerung gehabt. Balu hier, 100er Carbador, Shiny Kaumalat, Shiny Balgoras, 100er Kaumalat, 100er Paragoni, Shiny Silvaro, Shiny Zenlong ist der hässlich. Dann C-Day mit Bronzel. Guck, 1, 2, 3, 4, 4. Viermal, und es waren alles unterschiedlich, ich habe genau geguckt. Zubat Krypto-Shiny hier auch noch mitgenommen, Feuerwehrfra gönnen sich auch, das 100er Carbador natürlich, plus Shiny Skorgler. Dann war das die erste Woche, und jetzt beginnt die zweite Woche von Raider Mittwoch, Net Ghost. Dank dir habe ich mir mal einen Gönnergy geholt und gleich was zum Neutralisieren. Berliner Luft, wieso nicht? Bierschanga, Eierpfannkuchen mit den beiden Soßen, Scheibe Gouda Käse plus Salami obendrauf, noch eine Ladung Soße und Reibekäse, 2 Minuten in die Mikro. Sieht dann so aus. Kann man machen? Mach das mal im Video, das gucke ich mir sehr gerne an. Zelda, das hatte ich jetzt nicht direkt eingereicht für Raider Mittwoch, weil sie es mir nicht privat geschickt hat, sondern irgendwo in irgendeiner Gruppe gepostet, aber sie hat ja geschrieben, vielleicht was für Raider Mittwoch, aber eigentlich hätte ich es gar nicht annehmen dürfen, weil ich mal gesagt habe, dass ich nur noch private Sachen nehme. Deswegen habe ich die anderen Bilder von ihr hier weggelassen, habe das aber rein, weil ich finde, das Ding sieht irgendwie trotzdem cool aus. Ich hasse die Form, aber so als Shiny, so zusammengepfercht und dann in 100%, das müsste eigentlich Schocker der Woche sein. Oder auch nicht, denn man hatte ja das ganze Wochenende Zeit und konnte raiden, aber immer nur jede zweite Stunde und immer nur im begrenzten Zeitraum. Aber irgendwie ist das cool. Aber der Schocker der Woche soll ja was Einmaliges sein. Und das werdet ihr später sehen. Kann das nicht sein, weil wir haben noch andere Dinge. Pokehander, Glücksfreund geworden. Aluhuts, Galügebrüde, Johannes aus dem Fernraid. 100er Palkia. 100er, okay, 100er Shinies. Das ist der wahre Shit. Aber deswegen ist ja auch das, oh Molly, was ist denn, Mann? Gut, wir machen einfach weiter, die Molly irritiert mich. Ausgebrütete Highlights und aus der Quest Ei oder Wildtier, Vonera, Schnepp, Scheinux, Damitier, Pandimimi, Drassler, Schlupp, Turbutz, Bronzel, Vonera, Pandimimi. Ja, Pandimimi finde ich sogar noch interessanter. Gibt es ja eigentlich nur bei uns. Hat eine grüne Mütze, siehst du den Unterschied mehr? Freuen sich Leute, wenn die das kriegen. Koselinchen hier, Shiny Sichlor, Shiny Zenlong, Shiny Darkrai, Pikachu 100% Glücks, Pikachu Shiny, Skungapu Shiny, ist ja jetzt neu, muss man erstmal mitnehmen. Kaumalat, Shiny 98er Baldorfisch, jetzt auch neu da in der Hisui-Variation. Sneebel ist am Start in Shiny, ist auch noch nicht so lange dabei. Sie auch hier, Palkia, die Jalga, beide in der Shiny-Urform bekommen. Pokehander, da wurde mir gesagt, der Schocker der Woche wird Pokehander, wenn das einreicht. Ich weiß nicht, ob genau das gemeint ist oder er noch was anderes hatte. Hier haben wir aber die 300er waren noch nicht mal in 50 Raids da. Wir gucken aber erstmal hier auf die Shinies. Sandan, Fluffeluff, Palkia, Icognito, Kaumalat, Icognito, Fucano. Hier noch Glibunge, selbe Vesprit dabei. Palkia auch nochmal hier. Ja, ist der Rest von da. Ich glaube, an den Shiny sieht man sich fast satt. Aber er hat am 24. 300%ige Ur-Rates bekommen. Zweimal die Jalga, einmal Palkia. Und am selben Tag gab es noch 100% Shinux und 100% Lavita. Also 500%ige an einem Tag. Drei davon aus den Ur-Raids in einer Stunde vielleicht an verschiedenen Stunden verteilt. Aber ich habe ja auch am Wochenende 200%ige Dialga bekommen in der Urform. Deswegen flasht mich das nicht ganz so sehr. Das ist eigentlich krass Glück. Keiner hat gesagt, wow, krass Glückwunsch. Deswegen denke ich, das flasht gar nicht so sehr. Bei ihm natürlich krass, dass das nicht an 2 Tagen war, sondern an einem. Und das Palkia dazu. Und der Rest. Aber irgendwie hat ja jeder so die Möglichkeit gehabt. Je mehr ihr vielleicht raidet, desto mehr habt ihr die Möglichkeit. Aber gut, es sind an weniger als 50 Raids gewesen. Das ist schon richtig heftiges Glück. Aber gefühlt hätte jeder, viele haben 2 Raids gemacht, haben nix. Haben ja gar nicht die Chance. Ich habe das nicht als Schocker der Woche reingepackt, obwohl es schon richtig krass ist. Mac Maggie nochmal Shiny Heatran, Shiny Sneebel, Baldorfisch, Shiny Tentacha, Krypto. Hier haben wir nochmal Pikachu, Riolo, Palkia als Shiny, Palkia, Skungapu, Sneebel, Voldoball.
Pikachu Pikachu Botogel. Voltoball seht ihr dann auch nochmal besser. Nur Gold ist gewollt. Tobutz und Selfe, beide getauscht. Shiny mit recht guten IV auch. Kaumalat, 100% mitgenommen. McMaggy hier auch 100% Dialga. Das haben so viele Leute bekommen. McMaggy 100%. Palkia in Shiny. Als Glücks. Ist das jetzt krasser als ein Glücks-100er Gala Arktos? Ist ja gezielt getauscht, aber man hat vielleicht mehr Shinies von dem als Gala Arktos. Aber Gala Arktos gibt es ja immer. Das gab es nur am Wochenende. So oft konnte man auch nicht tauschen. So viele Leute haben keine Shinies, die hinterher zu werfen. Und dann muss das ja trotzdem erstmal auch noch 100% werden. Aber hat ja Mindest-IV. Ist also schwer eigentlich. Das dürfte eigentlich nicht so krass sein wie von Zelda zum Beispiel, das 100% Shiny Dialga, weil das ja so direkt aus dem Raid ist und das, da wurde ja nachgeholfen, durch einen Tausch Mindest-IV zu haben. Also es ist schwierig, obwohl man da sagen würde, oh krass, sogar Schlando und würde das über alles heben. Dann hat er ja noch ein Cognodon, was er wahrscheinlich erlöst hat, zu einem 100% Genaya hier mit einem Pantimimi Shiny und einem Mantirps. Pikachu 0, Ausbeute von der Sinnoh-Tour, Nuller Pikachu, Mamfaxo und Mobile 100% und hier Shiny auch die Dialga, Incognito, Palkia, Voldoball. Dass die beide Dinger in Shiny bekommen hat. Ich habe nicht eins bekommen von denen in Shiny, aber egal. Dann haben wir hier was. Danke für den Raid. Giratina Raid, Fliegen noch mitgenommen. Aus der Rampenlichtstunde zweimal Sandan. Alexander Ahringer, endlich ein 100er Bonera in Pokémon Go. Shiny Ausbeute Teil 1 von der Sinnoh-Tour in Pokémon Go. Pikachu Selfe, endlich Shiny Ur-Palkia, das war's auch mit der Tour-Ausbeute von der Tour, ja. Nochmal Alexander Ahringer, Shiny Pikachu mit Hut in Pokémon Go, lief ja jetzt 24 Stunden so ein dummes Event, wo die alle wieder so Mützen aufhaben, konnte man mitnehmen. Katsu All, 96er, Shiny Ur-Dialga, Palkia, 100%, Pikachu, 0%, Vesprit, Shiny, Tobutz, Shiny, Selfe, Shiny, hat auch abgerissen. Luigi Sarada, 100% Chalelos und Dialga. Ihr seht, Dialga ist so oft als 100%iges da. Manche aber auch Palkia, manche Shiny, manche 100%ige Shinies, manche 100%ige Glücks-Shinies. Also es ist so verrückt und so brutal gewesen. Hier, Ausbeute, Sinnoh-Wochenende. Wir sehen hier Selfe, wir sehen Tobutz, wir sehen Vesprit, wir sehen alles, wir sehen es auch mehrfach, wir sehen Skungapoo mehrmals, Sneebel auch dabei. Da dachte ich schon, Hammer, zwei vom Seen-Trio als Shiny hintereinander. Dann kam auch der dritte noch. Das auch brutal eigentlich, dass du da dreimal das Seen-Trio nacheinander andrückst, alle drei als Shiny bekommst. Das ist auch genauso krass. Müsste auch Schocker der Woche sein, ist es aber nicht. Denn heute werde ich euch alle enttäuschen. Der Abenteuerrauch war mit Anzahl extrem, was man durch die Dialga haben konnte. Ja, durch die Dialga konnte ihr die Zeit erhöhen, dass der Rauch länger geht. Habe ich nicht gemacht. Warum auch immer, weil ich Palkia hatte und deswegen konnte ich nicht den Rauch erhöhen. Borki, jetzt eine kleine Zusammenfassung. Schocker der Woche, kann ich mir denken, wer es wird, wenn er einreicht. Hier auch nochmal 100%, leider ohne Special Move. Ist das jetzt Shiny oder ist das normal? 100% ist normal. 100% Glücks Palkia, aber wir haben ja hier auch 100% Glücks Shiny Palkia gehabt. Deswegen kann das ja schon mal nicht sein. Baskulin, direkt auf der ersten Rute. Wusste ich auch gar nicht, dass das Ding shiny sein kann. Hieß nur, denkt dran, dass ihr den weißen Fisch fangt auf einer Rute. Wir haben einmal eine Rute gemacht, damit wir den weißen Fisch überhaupt einmal fangen können. Jetzt ist der hier auch noch shiny. Es ging wohl einiges an mir vorbei, wie der Bockwurst ging. Das heißt, weil er wurde wohl eingeladen. Oder irgendwas. Oder wurde getauscht. Oder eingeladen. Hat einen 98er Shiny Palkia hier noch bekommen. Dann hat er hier einen Fanraid-Pass bekommen aus dem Feldforschungsdurchbruch. Hat sich sehr gefreut, Jason. Für Raider Mittwoch einfach bei mir auf der Arbeit in der 10.30 Uhr Pause bekommen. Kann man mal machen, würde ich sagen. 100% Velursi. Für Raider Mittwoch, das ist meine Shiny-Ausbeute von Tag 1 der Sinnoh-Tour. Das Shiny selber habe ich aus der Forschung bekommen. Ansonsten, ja, Baldorfisch, Voldoball. Voldoball sehe ich jetzt auch öfters, er hat ja auch zwei Baldorfisch, wohl trotzdem gefühlt seltener als der andere. Das ist die Shiny-Ausbeute vom Tag 2 der Tour. Ich sehe noch mehr Baldorfisch.
Okay, ich nehme alles zurück. Baldorfisch auch ganz viel oft. Sneebel ganz viel. Skungapoo gefühlt noch mehr. Okay, Rest haben wir alles schon irgendwo gesehen. Blood and Tears, das war's. Bin fertig mit dem Game, wortwörtlich. Pikachu, Skungapoo, Schalellos, Palkia, Selve, Pionskora, Pikachu, Klingplim, Fukano, Voltoball, Vesprit, Tobutz, Sneebel, Dialga in 100%. Wer hätte es gedacht? Shiny Dialga hier unten noch und zwei Krypto-Hunderter, nämlich mit Shellast und Sherox. Was ist da los? Warum fertig mit dem Game? Tu mal weitermachen hier. Tun Kaiser Kai. Lava Blobby, ist der Lava Boy. Ich habe Lava Boy gelesen. Kaiser Kai, also Shiny, Heatran mitgenommen. Erlöses Panferno, Ausbeute Go-Tour. Hat ja auch Palkia. Er hat ja Blauderguy auch drin als Shiny. Das bisher noch gar nicht gesehen, ist der erste, bei dem ich das jetzt sehe. Ansonsten das, was man halt immer so hat. Dann hat er hier auch alle dabei als schillernd Glücks, Dialga und Palkia. Und normal schillernd Dialga, Palkia, aber in der Urform. Das normale Palkia habe ich mir von meinem dritten Account rübergetauscht. Okay, Samstag bei Tiso, Pikachu und Magma. Das alles, was sie gebrütet hat, war sie sehr frustriert, habe ich weggelassen, ist nichts shiny dabei. Hier 100% Baldorfisch, Halelos war Dribier. Und shiny Baldorfisch, Skungapoo, Sneebel, Pikachu, Dialga. Guck, Baldorfisch, Dialga, Skungapoo. Gut, Pikachu ist ja auch interessant dort. Sneebel, naja, Thomas Rothe, letzter Raid, Dialga, auch shiny mitgenommen, Patrick Kader, Krüppuk, shiny mitgenommen, Pascal Schneider, wenn du flieh bist, 100%, Tobutz, shiny, Silvio, shiny, Incognito, plus, Shellast, Pam Pam, Pikachu, Selve, Praktibalk, Mabula, Balgoras, hat er sich sehr gefreut, vor allem auch über das Pam Pam, ein Vesprit gefangen, drei gesehen, eins gefangen und das ist auch noch ein 100%iges gewesen. Sind wir denn eigentlich bescheuert? Wenn das doch wild da irgendwo gesessen hat, hätte man dann nicht, wenn das ein 100er ist und die anderen hätten das gefangen, auch ein 100er bekommen. Nur mal so als Gedankengang gerade, also irgendwie bist du der Einzige, der das 100er hat oder wie kam das oder wo oder was. Selve, shiny von, ist immer noch Silvio, glaube ich, genau. Benjamin Engel, mal wieder neues shiny, Rosana mitgenommen, Nazim Keledar, Vidiza mitgenommen, auch die Dialga 100%, das hat halt gefühlt jeder. Pachirisu Shiny, sehe ich auch hier das erste Mal jetzt, dass das einer hier hat, in der Ausbeute mit dabei. Danke für die Einladung zum Community Raid von Henry nochmal, hat auch noch Giratina mitgenommen. Dann im Bautz getauscht, 100% Glück, Sino Tour Tag 1 und 2, dreimal Voldoball, Sneebel, Kaumalat, Pikachu, Schalellos, Bronzel, Skungapoo, Shinux, Plauderguy. Das zweite Mal, dass wir Plauderguy sehen. Gestern wohl noch ein Shigi bekommen mit Mütze, dann Lenzhardt, Shiny aus der Quest, Darkrai, dann hier auch Selve, Vesprit, alles wild bekommen gehabt, nimmt man alles mit, 100% Lucia Pikachu mit Grumpy Cliff mitgenommen, Teil 1 Shinies nochmal, Sneebel, Voldoball, Shellast, Plinfar, Pikachu, Evoli, aus 1752 Fängen. Baum hat das bekommen, erlöstes Traunmagil, Voldoball, Panflam, Traun, Fugil, Seemobs, Pikachu. Durchs Tauschen kann man noch ein Pika in 100% bekommen, diesmal das andere. Also nicht das mit dem Hut, das mit dem Hut, aber ein Glücks in 100%. Schalellos, die Schnecke finde ich toll, auch in 100%. Diesmal sogar das andere Geschlecht, weil das hier ist ja männlich. Das hier ist weiblich, da ist auch der Unterschied da. Auch getauscht, nimmt man auch mit. Weiter Bilder hier, Shiny Teil 1, Skorkla, Voldoball, Pikachu, Kaumalat, Plinfar, Shellast, Schlurp. Der Kleine bekommt natürlich ein Lecce, 100%, 13-10 Vesprit. Wo habt ihr das denn? War das aus der Aufgabe, aus der Begegnung? Deswegen war es nicht wild, weil man die auch alle so noch bekommen hat. 13, ja, das sieht eigentlich aus wie Level 15. Ist schon auffällig, dass das bei das müsste aus der Quest gewesen sein. Dann war es bei Silvio doch aus der Quest. Ich mag mich leicht erinnern, es war aus der Quest. Lennart hier nochmal, Urform, Palkia in Shiny. Nochmal Palkia, Shiny. Der Kleine, Tag 2, viele Skungapoo, eins aus dem Ei, Vidiza dabei, Sneebel dabei, hat er wieder kaputt gemacht, irgendwas an der App, da Baum lieber, Modul dran, App kaputt, unten lila Rahmen, Hahn Gemälde, Dragonite, ist nicht von ihm, hat er gesagt, ist von jemandem, Nuller, Labados, könnte man mal aufheben,
Kann man ja tauschen, dann wird es besser auf jeden Fall. Bisa-Fan TV auch. Wenig Raids gemacht, hat er gemeint. Aber hier auch 100% Palkia mitgenommen. Steve O. Heute Nacht gibt's wieder Bauchramses. Zweimal Habanero Lime à la Ramse mal probieren. Die anderen schmecken ihm doch besser, meinte er. Aber ich finde Habanero Lime trotzdem sehr besonders, ja. Feuerwehrfra, der hat jetzt auch einen neuen Account, hat ja auch alles mitgenommen. Heatran, Palkia, Dialga, Pikachu, Vulcano, Sneebel. Dann hier noch ein Chalelos in 100%, 0%, Shiny, Togetic, bei der eine Kurde aus Hamburg. Das waren die Highlights der Woche. Ich bin so anstrengend, ich bin so froh, dass ich durch bin. So eine 10-Minuten-Folge, chillig, 25 Minuten, ist einfach nur Stress. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche und ihr seid bestimmt alle gespannt, was das ist. Nach den ganzen Schandos und Handos und Landos und Blandos und Schlangos. Wollt ihr jetzt wissen, was ist der Schocker der Woche? Und der Schocker der Woche kommt von, haltet euch fest, Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund präsentiert. Jewel mit einem Rotom in 100%. Und ihr wisst ja, wenn man ein Pokémon tauscht und das ist dann Lucky in 100%, ist das ja eigentlich nicht so wertvoll, also so selten, wie wenn du es direkt in 100% bekommst. Wenn du Shinies tauschst und die werden 100%, ja, da wurde ja nachgeholfen. Wenn du Shinies fängst und die sind 100% aus einer Quest oder aus einem Raid, dann hat das einfach mehr Wert. Wild ist wieder anders. Dieses Rotom war nicht wild. Dieses Rotom gab es aus der Forschung. Einmalig. Man hat nur einmal, komplett einmal die Chance gehabt, dieses Rotom abzuholen. Das gab es, glaube ich, zwar auch als Shiny, aber mir hat keiner ein Shiny geschickt. Das hat aber mir auch keiner als 100er geschickt. Jewel ist die Einzige, die dieses Rotom in 100% gekriegt und mir geschickt hat, was ich zeigen kann. Und ich muss sagen, ja, die Urformen in Shiny, man hatte viele Gelegenheiten. Die Urformen in 100% hatten viele, man hatte viele Gelegenheiten. 100er Shiny wäre auch noch einfacher dann zu kriegen, so, weil man ja mehrere Möglichkeiten drauf hat. Gala, Vogel, 100%, 0%, du hast mehrere Möglichkeiten drauf, aber hier hast du wirklich nur eine einzige Möglichkeit und es ist 100%. Und das ist wie wenn du ein mysteriöses aus der Spezialforschung abholst und hast 100%, das ist immer was ganz Besonderes und was ganz Krasses. Ihr könnt jetzt da rumlabern und sagen, still ist so scheiße, damit macht man doch nichts. Aber es ist meiner Meinung nach das Seltenste. Deswegen, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, Grüße an Jewel. Das ist dein Rotom, das ist der Schocker der Woche.